Willkommen zurück bei The Last of Us, liebe Freunde, wo wir hier in einem Gebäude sind, wo wir schon mehrere Klicker ausgeschaltet haben. Wir haben irgendwie Tess und Ellie aus den Augen verloren. Die müssen wir erstmal wiederfinden, weil über uns die Decke zusammengebrochen ist, als wir die irgendwo durch so einen engen Gang geschleust haben. Nun ja, schauen wir mal hier durch diese Tür in der Küche. Oh, die muss ich mit dem Messer öffnen. Das möchte ich mir mal gerade sparen. Ich habe nicht mehr allzu viele Messer. In der Hoffnung, ich komme hier vielleicht noch rein. Schauen wir hier mal rein. Aber das ist ein komplett anderer Gang. Okay, verstehe ich. Also müssen wir unser Messerchen doch hier mal opfern. Naja, da wird bestimmt irgendwas Schönes drin sein. Das möchte ich mir ja doch ansehen. Oder es ist gehende Leere und es lohnt sich nicht, aber wir machen es einfach mal. Gut. Okay. Ich brauche ein Messer, dringend. Denn wenn jetzt hier irgendwo ein Klicker kommt, muss ich den ja immer mit dem Messer ausschalten. Oh, aber hier ist Zeug. Munition. Alkohol ist voll. Okay, pass auf, da muss ich mir mal... Kann ich mehr als 3 Medipacks haben? Ich teste das mal. Nein, kann ich nicht. Aber dann baue ich mir schon mal einen Molotow-Cocktail. Dann habe ich 2. Dann kann ich hier nämlich das Zeug noch looten. Uiuiui. Nein, geh weg. Kein Molotow anmachen. So, Munition bin ich voll. Da kann ich leider nicht mehr nehmen. Was gibt's denn hier noch in diesem Raum? Teile, 25 und 10 Skillpunkte. Ja gut, liebe Freunde, der Raum hat sich doch gelohnt. Auch wenn natürlich das... Boah, ich mache hier richtig Krach gerade. Auch wenn ich das Messer dafür opfern müsste. Also, das war schon okay. Würde ich wieder tun. Gut, dann haben wir uns hier, glaube ich, komplett einmal umgesehen. Und wir können jetzt hier diesen Weg nach draußen wählen. Ich hoffe mal, dass einfach nicht mehr... Oh, diese Sporen oder dieser Staub. Zu viele Klicker hier auf uns warten. Okay, nach oben oder nach unten? Nach unten ist der Weg zu Ende. Das beantwortet natürlich dann die Frage. Dann können wir hier nichts mehr machen und müssen nach oben. Schauen wir doch mal, wohin uns dieser Weg nach oben führt. Alter Schwede. Oh, 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 oh. Ich höre Geräusche. Wo sind Tess und Ellie? Was macht der da? Weiß es nicht. Der bummert vor die Tür. Oder vor eine Barrikade. Ich weiß es nicht, was der da treibt. Auf jeden Fall ist er nicht still. Okay, wahrscheinlich sind Ellie und Tess in Gefahr. Gucken wir mal. Das ist aber auch der einzige Moped-Mann hier. Ist das ein Klicker? Oder ein Infizierter? Ich sehe es nicht. Ich glaube, das ist ein Infizierter, oder? Ich weiß es nicht. Ich hau den mit dem Ziegel kaputt. Alter, geh bitte mal weg von mir. Gehst du weg. So, den haben wir erledigt. Nein, haben wir noch nicht. Jetzt haben wir ihn erledigt. Alter Schwede, was war das? Was war das? Wir haben, glaube ich, hier irgendwo ziemlich viele Leute noch. Alter Schwede. Wo war das? Tess und Ellie sind in Gefahr und ich konnte die Geräusche nicht zuordnen. Das war nicht gut. Hier ist zu. Hier ist nix. So, hier ist auch nix. Tür aufmachen. Alter, geh bitte weg von Tess, ey. Hui. Mir geht's gut. Leute, hier! Das Mädchen! Scheiße! Lass mich los, du Arsch! Alter Schwede. Oh, verdammt! Geh weg von mir! Wie viel sind das? Das sind verflucht viele. Und ich habe natürlich jetzt nichts mehr. Alter Schwede, ich muss mal bitte ganz kurz hier weg. Nicht gut, gar nicht gut, dass ich jetzt so hier reingerusht wurde. Ach,
du Scheiße, einfach mal vor den Türpfosten. Gott, alter Schwede, das Blut spritzt ja hektoliterweise. So, komm, den hauen wir auch noch um. Oh, da ist noch einer. Oh, hier sind auch ganz viele. Oh, oh, oh. Ich hätte gerne eine Nahkampfwaffe. Alter, einfach einmal durchhauen. Solange die keine Klicker da sind, geht das. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Den können wir aber auch noch weghauen. So, dann ist der Geschichte. Gib mir mal die Nahkampfwaffe. Alter Schwede. Puh, was ein Fight, liebe Freunde. Puh. Da wurden wir richtig in den Nahkampf reingesogen und kamen gar nicht mehr raus. Und ich musste natürlich reagieren, weil Ellie da in Bedrängnis war. Ich hätte natürlich gerne erstmal wieder geguckt, wie die Situation aussieht. Aber das hat die Zeit leider nicht zugelassen. So, jetzt können wir uns hier nämlich erstmal umschauen. Wobei, ich glaube, ich drücke mir direkt mal eine Bandage. Nicht, dass uns hier der nächste Angriff aus dem Leben pustet. Uiuiui, in der Hektik hier die ganzen Umgebungs... oh, hier ist ein Ziegel, den möchte ich mitnehmen. Genau sowas dann zu sehen, wenn die Action rund geht. Das ist halt das Schwierige in The Last of Us. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Denn ich habe jetzt ja einfach nur wie wild im Nahkampf draufgebremst, was wahrscheinlich nicht effektiv war. Oder nicht super effektiv. Jess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Das gilt. Gut, dann bin ich okay. Na dann, hat sie ja diesen Angriff doch irgendwie überstanden. Schauen wir uns hier nochmal um. Noch mehr Ziegel und Flaschen. Die brauchen wir natürlich jetzt im Moment nicht. Gut, aber sonst gibt es hier anscheinend auch nicht viel. Mein Gott, haben wir hier viele Typen erledigt. Einfach mal im Nahkampf weggeboxt. Aber das kann der Joel, ja? Scheint ja irgendwie verwandt mit den Klitschkos zu sein oder so. Gut, aber viel mehr gibt es hier halt auch nicht. Das heißt, wir können uns jetzt hier durchs Fenster aufmachen und flüchten. Dann machen wir das mal. So, was sehen wir denn hier? Kann man hier mal runtergucken? Ach so, wir haben jetzt quasi diesen LKW passiert, der den Weg versperrt hat. Und können jetzt hier weiter nach oben. Einfach mal hier hochklettern. Anstatt nach unten gehen wir wieder nach oben. Ob das jetzt auch der cleverste Weg ist, ich weiß es ja nicht. Wir müssen irgendwie rüber. Okay. Wo ist irgendwo rüber? Da ist es. Unser Zielort. Wo? Ach, da drüben. Ja, Mensch. Das heißt, wir könnten ein Brett gebrauchen. Ach, da liegt ja auch ein Brett. Das sehe ich ja schon. Das ist ja schon mal nicht ganz falsch. Da können wir dann ja einen Weg bauen. Das haben wir ja in den ersten Folgen von The Last of Us gelernt, dass wir halt so Bretter und Leiter mitnehmen und verschieben können. Ich will mich hier nur noch mal kurz umsehen. Eventuell gibt es hier noch was, aber es sieht schlecht aus. So, nimm mal hier das Brett mit, Joel. Dann können wir uns doch einen Weg hier vorne bauen. Ja, leider komme ich nicht schneller vorwärts mit dem Brett in der Hand. So, geh mal weg, Ellie. Steh nicht im Weg. Und platzieren bitte. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen wackelig. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey,
Es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Fast geschafft. Das sind noch 500.000 Kilometer und das nur Luftlinie. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Aber jetzt ist es definitiv näher als gerade. Na gut. Schauen wir uns hier nochmal um. Wo immer wir jetzt auch sind. Scheinen ja doch ein ganzes Stück jetzt abgekürzt zu haben. Aber hier gibt's auch nichts. Nur den Müll von vor 20 Jahren, den keiner mehr abholt. Gut, dann schlagen wir uns hier mal runter. Ich habe bei diesem Spiel immer das Gefühl, in die nächste Falle zu tappen. Ich weiß auch nicht. Irgendwo springen doch hier gleich wieder Klicker-Zombie-infizierte Männer aus dem Gebüsch und wollen uns an die Wäsche. Ah, da unten ist schon Blut. Das gefällt mir gar nicht. Alter, was ist denn das? Da liegt ein Knüppel, den ich leider nicht nehmen kann. Was ist das? Revolvermunition, sag mal ein. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Gut. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Ja, dann müssen wir ein bisschen Hoffnung haben, dass nicht alle tot sind. Schauen wir uns hier mal das Schreiben an. Es muss einfach. So, was steht denn hier? Befehle, Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Okay. Also, das Mädchen ist den Fireflies wirklich sehr wichtig, eben um das Gegenmittel eventuell herzustellen. Nur das Leben hat es auch nicht gerettet. Haben wir hier noch irgendwas? Aber es sieht jetzt nicht so aus. Aber wir können hier eventuell hoch. Da kann ich bestimmt Tess hochheben. Nein, kann ich nicht. Dann müsste ich wahrscheinlich diesen Container da mal hinschieben. Ja, genau. So, mach mal. Dann können wir nämlich über den da hochklettern. Stell mal davor, Joel. So. Dann kommen wir da hoch. Und auch wieder runter. So, geh mal in die Deckung. Na also. Gut. Endspurt, Tess. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich glaube ja, das Spiel wird bestimmt nicht enden, wenn wir denn letztendlich das Rathaus erreicht haben. Irgendwas wird doch hier schieflaufen. Das wäre ja beinahe zu einfach, wenn das so einfach wäre. Wobei, da vorne ist noch irgendwie ein Sumpfgebiet. Krass, 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 liebe Freunde. Allein die Grafik und Musik hier verschlägt mir fast den Atem. Diese Gegensätze, also das sieht jetzt ja hier tatsächlich eher freundlich und wie eine Urlaubsidylle aus. Und wenn man sich dann hier umschaut, alles zerrottet. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Okay, wir müssen uns jetzt hier anscheinend durch dieses Wasser schlagen. Wie Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Ja, zumindest ist sie dankbar, immerhin. Alter Schwede. Hier ist wirklich alles im Eimer. Da stellt sich doch die Frage, ob man das wirklich überleben möchte. Und wir sind beim Rathaus, so wie es scheint. Ich schaue mich hier nochmal fix um, ob es hier bei diesen Schwänen irgendwas gibt, was ich mitnehmen kann. Die beiden gehen schon zum Eingang. Ich hoffe, da ist es ruhig.
Aber hier gibt's auch nichts. Nichts von Interesse. Was ist das denn? Ein Gondelboot? Sieht ja fast so aus. Boah, die Spinnweben oder was das hier ist. Oder ein Netz. Auch cool gemacht. Gut, genug gebadet. Müssen ja wieder sauber sein. Das heißt, wir können jetzt hier mal zurück an Land. Und uns an dem Rathaus oben sehen. Liegt da vorne was? Nein, nichts, was ich mitnehmen könnte. Okay. Massachusetts State House. Okay, okay. Wir sind also quasi da. Und ich habe das dumpfe Gefühl, das wird sich als Falle entpuppen. So viele Fireflies, wie schon tot auf dem Weg lagen, die alle für Ellies Sicherheit bürgen sollten. Einfach mal freundlich anklopfen, was? Komm, wir gucken uns hier nochmal um. Aber hier ist auch nichts. Kann ich da reinschauen? Nee, das spiegelt zu sehr, da sehe ich leider nichts. Und hier hinten haben wir auch, glaube ich, nichts. Gut, dann wird es mal Zeit anzuklopfen. Und ich hoffe mal, dass jetzt nicht hier die Hölle losbricht. Klopf, klopf! Nein! Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott! Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt! Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stelle. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Wow.
Wie krass ist das denn bitte, liebe Freunde? Tess, die wir alle lieb gewonnen haben, ist infiziert. Der Biss breitet sich aus, weil sie nicht immun ist und sie opfert sich jetzt, um uns Zeit zu verschaffen. Ja, und ich muss Ellie mit Joel tatsächlich zum Labor bringen, um ein Heilmittel herzustellen. Aber ich befürchte fast, für Tess ist jede Hilfe dann zu spät. Wow, das ziemlich krass, wie hier mit den Helden umgegangen wird. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge an, wenn ich mich wieder ein bisschen gesammelt habe, wo wir hier weiter hin müssen. Ja, und ich sage wie immer an dieser Stelle, bis dahin.